Du hattest auch mal ein Augenbrauen-Piercing. Ja. Wieso ist das draußen? Das ist doch, also, das ist, frage ich mich halt immer so, weißt du? Letztendlich. Ja, gibt es eine Geschichte dazu? Gibt es eine Geschichte? Okay, ja. Dann. Also, ich habe irgendwann das mal drin gehabt, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Das war so eine Nacht- und Nebelaktion oder eigentlich ja. Zugverspätung, stehst am Bahnhof. Ich mache mir jetzt mein Augenbrauen-Piercing rein. So, dann bin ich 2005, also ich bin jetzt seit 2009, würde ich mal sagen, bin ich richtig im Bundestag, aber ich ja. bin 2005 mal nachgerückt genau. und war 10 Monate im Parlament. Ja. Und dann kam ich in meine erste Fraktionssitzung, Franz Müntefering, damals Fraktionsvorsitzender. Ich war irgendwie, wie alt war ich denn, 23, 22 oder so. Und dann sagte Franz in der Vorstellung, der Lars ist Juso. Ja. Und das sieht man dem auch an. So, okay. Und dann gab es einen Artikel im Fokus, optische Revolution im Bundestag. So, dann gab's, dann meldeten sich die Bild-Zeitung, dann meldete sich so ein Tattoo- und Piercing-Magazin und mehrere. Und alle wollten darüber berichten. Und ich war total genervt. Also niemand wollte mit mir reden über Atomausstieg, über Bürgerversicherung, über Wehrpflicht abschaffen. Und ich war einfach, ich war unfassbar genervt, dass alle ja. mich auf diesen Scheißring in der Augenbraue, sorry, reduzieren. Ja. Und dann bin ich ja, dann kamen die vorgezogenen Neuwahlen. Ich habe dann nicht in einem Wahlkreis kandidiert, also war klar, ich gehe wieder raus aus dem Parlament. Ja. Und dann habe ich damals gesagt, ich möchte gerne weiter Politik machen, das macht mir Spaß, aber ich möchte nie wieder aufs Aussehen reduziert werden. Und ich meine, da hatte ich den Ring, glaube ich, auch 6, 7 Jahre und irgendwann war dann vorbei. Also ja. so, ich habe dann auch gesagt, habe ich ihn rausgenommen. Und dann war auch gut. Ja. Aber das ist so, weißt du, mich hat immer dieses genervt, du bist der jüngste Abgeordnete, du bist der älteste Abgeordnete, du hast ein Piercing und so. Das ist auch keine politische Aussage. Absolut. Wir hatten auch schon dein Buddy Kevin Kühnert drauf. Hm. Und er meinte auch, dass es letztendlich wirklich unheimlich nach Optik, ne? Diese Optik, das ist ja, reduzieren. Ja. So, jetzt hat er wieder nur einen Pulli angehabt in der Talkshow. Kurze Hose. Kevin hat irgendwann mal einen Infostand gemacht mit kurzer Hose. Da gab es eine Berichterstattung drüber. Und ich, wenn ich mir so alte Sachen angucke, damals ja wirklich als junger Politiker immer, ja. ich meine, bei dir sieht das jetzt schick aus, ach, ja, aber ja, so immer mit Anzug, mit Krawatte. Ja. Ich bin total froh, dass das mittlerweile lockerer ist. Ja, total froh. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht mit Turnschuhen und T-Shirt ins Parlament gehen. Ja. Aber ich kann heute wunderbar als Generalsekretär auch mal mit weißen Sneakern rumrennen. Ich kann mal irgendwie im Hemd rumrennen. Ich kann so, Krawatte trage ich eigentlich fast gar nicht mehr. Mal ja. doof gefragt, gibt es einen Jackettzwang im Bundestag, im Plenarsaal? Nein, also sozusagen eine Kleiderordnung? Nee, also ich glaube, es gibt so eine unausgesprochene Netiquette. Also ja. dass man jetzt nicht sagt, da gehst du mit abgeranzten Turnschuhen oder ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, da irgendwie mit Adiletten reinzugehen oder ja. sowas. Ich meine, du musst dir auch bewusst machen, du repräsentierst da eben, also das ist sozusagen die Herzkammer der Demokratie und der Ort, an dem entschieden wird. Aber es gibt keine Kleiderordnung. Nee. Aber prinzipiell also klar ist zum Beispiel, niemand darf mit so Werbet-T-Shirts da rein oder sowas. Das ist da zum Beispiel so eine Sache, ne? Ja. Also das ist dann wirklich, also, aber sag ich mal, normale Sportmarken, Adidas, Nike, Puma, auch nicht. Also es ist wirklich mal doof gefragt, aber gibt es da, sag ich mal, wirklich Richtlinien, wo man sagt, okay, wäre mir nicht bekannt. Wäre nicht bekannt, okay. Wäre mir nicht bekannt. Also klar, ich meine, wenn ich da jetzt im Olaf Scholz T-Shirt reingehe, dann würde wahrscheinlich irgendwer was sagen. Oder wenn einer mit dem FDP-T-Shirt rumrennt oder so. Ja. Aber ist mir nicht bekannt, dass es darüber hinaus jetzt irgendwie großartig Linien gibt. Aber es ist so ein bisschen auch, ich glaube, so Anstand und. Aber ich weiß, also damals zum Beispiel ein Kollege von mir, ein Freund, der ist Sven Kindler von den Grünen. Ja. Der hat damals diese, na, du hast ja immer neben dem Bundestagspräsidenten vorne hast du diese Schriftführer, die damit sitzen. Und der hat eine riesen Debatte gehabt, weil er sich geweigert hat, eine Krawatte zu tragen. Also das war, aber das waren halt auch andere Zeiten. Ja, ich bin damals mal kritisiert worden in der Presse, weil ich im Plenum getwittert habe. Ja. Also heute ist das heute twittern Minister aus dem Plenum, aber ich bin damals dafür kritisiert worden. Ja. So. Das ist halt so die Frage, ne, ob das letztendlich der ganzen, zum Beispiel wenn halt wirklich eine Diskussion läuft oder ähnliches, auch ist ja wie in der Schule. Ich vergleiche es mal ganz banal, ne? Also in der Schule darfst du ja theoretisch ja auch kein Handy mit benutzen. Ne? Also ich weiß nicht, wärst ja, du doch, aber da, es ist also ich meine Konzentration und so. So, aber auf der anderen Seite, ich bin manchmal, bin ich zwar im Parlament, aber bin dann auch 15, 16 Stunden nicht im Büro. Ja? Ja. Und das ist ja für mich der Ort, wie ich meine Arbeiten organisiere. Also, dass ich mit meinem Team in Kontakt bin, dass die E-Mails ja. beantworte, schnelle Freigaben. Also, Candy Crush sind, glaube ich, die wenigsten, die das spielen. Ja? Ich meine, ja. so, auch wenn der Eindruck jetzt entstanden ist, das würden alle gerade tun. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?